Tempelfjord, der sich hier weit hinter uns eröffnet. Es könnte jederzeit passieren, dass hier ein Eisbär vorbeikommt, was natürlich super genial wäre, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Wenn der Tempelfjord ganz zugefroren ist, also nicht nur so leicht angefroren wie jetzt, sondern richtig mit einer dicken Eisschicht bedeckt ist, kann man hier auch mit